zusammen, guten Morgen und willkommen hier wieder beim Organic Farming Project auf der Hof Bergmann. Ja, ich bin hier immer noch beim Weizen ansehen. Wir haben, denke ich mal, jetzt noch 2,5 Bahn und ich hoffe mal, dass das Saatgut reicht. Sonst müssen wir gleich nochmal zum Hof rüber und da Nachschub holen. Es könnte eng werden. Tja, ja, parallel dazu ist nach wie vor der 939 am Pflügen drüben von Feld 10 ist es, glaube ich. Da, wo wir dann Sojabohnen gleich drauf sehen werden. Beziehungsweise das Ansehen dort drüben wird dann auf jeden Fall auch Crossplay machen, weil das sonst einfach zu viel Arbeit ist und wir uns in der Zwischenzeit um andere Sachen kümmern können. So, jetzt gucken wir aber erstmal, ja, nee, das Saatgut reicht definitiv nicht. Das reicht nicht. Aber wir machen es, glaube ich, diesmal anders und holen einfach eine Palette mit dem Kram an hier rüber. Und betanken sozusagen direkt am Felde. Gabel schon mal hoch, der kommt mal weg. Ja, das war's. So, dann brauchen wir den Kramer mit einer Palettengabel oder einem Ballenspieß. Steht der drüben? Müssen wir mal gucken. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Okay, dann kann er eigentlich nur... Nee, ah, ich weiß wo. Da oben, wir hatten zuletzt die Kühe gefüttert. Da ist er. Gut, aber die Ballengabel, Ballenspieß ist schlecht. Der ist schlecht zum Palettenfahren. Das heißt, die werden wir kurz austauschen. Gegen eine richtige Garde. So, also wieder. Müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt noch Weizensaatgut haben, aber ich glaube schon, dass da in der Halle noch was so drin war. Ja, da hinten. Ja, da sollten wir aber die... Oder kriegen wir die beide mit? Gucken, ob die obere bleibt, glaube ich, nicht liegen, oder? Schaffen wir das? Zur Not verlieren wir sie halt irgendwo unterwegs. Aber sieht gut aus. Ich glaube, die bleibt drauf. Jetzt nicht auf den letzten Metern noch das Ding verlieren, komm. Ja, klar.
Na gut, egal. Jetzt hoch mit dem Ding. Es wird weggenommen, das ist gut. So, jetzt laden wir die drei Säcke auf die andere Palette einfach drauf. Sollte das doch funktionieren. Ah ja, ja, guck, haben wir sie umgeladen. Dann können wir die nämlich hier wieder aufspießen. Und dann am Ende eventuell eine Palette draus machen. So, und weiter geht's. Die anderthalb Bahnen noch schnell hier abreißen. Gerade, ich habe die Zeit gar nicht angemacht, das ist aber nicht gut. So, weiter geht's. Und wir haben ja gesagt, das andere Feld ansehen macht dann der große. Wie weit ist der denn? Ah, der ist fast fertig, das ist gut, das ist sehr gut. Das heißt, bis wir die Maschine am Hof haben, umgeladen haben, abgekoppelt, dürfte der da drüben durch sein. So. Der Weizen ist in der Erde. Gucken wir, dass wir jetzt vielleicht das restliche Saatgut da reinbekommen. Das sieht man sehr schlecht. Oh, bleibst du stehen? Oh, wegen einem Saatgut, ja klar. Na gut, war nicht anders zu erwarten, aber egal. So, dann bringen wir das Saatgut rüber, laden das erstmal aus dem Fronttank. Wir können ja schon mal Sojagut, Sojabohnen-Saatgut reinmachen. Das steht ja alles noch auf dem Anhänger, das ist nämlich sehr gut. Den werden wir auf jeden Fall am Feld brauchen. So, wir machen hier mal. Da die Palette raus. Dann laden wir auf. Aber während der hier macht, lass uns mal das was. Das können wir doch auch alleine machen. Das einmal umschalten. So. Dann fliegen wir hier schnell den Rest. Ich glaube, bei den kurzen Bahnen ist das einfach, geht es schneller, wenn wir das selbst machen, weil wir schneller wenden können als der Helfer.
Und wenn wir eben so jetzt jede zweite Bahn nehmen, dann müssen wir nicht groß rangieren und kommen da wirklich ruckzuck ans Ende. Ja, wie gesagt, dann kommt die Seemaschine hier dran und dann kann der loslegen hier, der Kollege. Und wir können gucken, ob wir vielleicht schon mal die erste Milch von den Kühen abzapfen und vielleicht ein bisschen Käse produzieren. Wir können auf jeden Fall gucken, ob wir bei den Ziegen eventuell Käse bekommen. Wir können aber auch mal nach unserem Roggenfeld gucken, wie weit das schon fortgeschritten ist. Vom Wachstum her, ob wir da vielleicht schon demnächst auch an die Ernte gehen können. Irgendwie haben wir da oben einen kleinen Streifen vergessen, habe ich gesehen. Da müssen wir noch mal gleich nacharbeiten. Ups. Da ist die Apparatur nicht schnell genug in den Boden gegangen, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, ein bisschen nacharbeiten und schon ist die Sache gegessen. So, das heißt, wir haben hier voll gedüngt. Wir haben gepflügt. Ist sehr gut. Also da werden wir dann gute Kohle mitmachen hier, wenn wir da die Sojabohnen ernten. Dann ab nach Hause. Wir müssen irgendwie was machen, dass wir zu Geld kommen. Das kann so nicht weitergehen, dass wir so minimalen Kontostand hier haben. 5000 Euro, das geht gar nicht. Das können wir ausmachen. Gucken wir. Der hat hier seinen Platz. So, dann machen wir mal schnell hier. Die müssen wir aufklappen. Ja. Bevor wir sie abkuppeln können. Gut, naja, wir könnten, aber genau das werden wir glaube ich jetzt gleich noch machen. Wir können Kompost verkaufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Da gibt es ja auch noch Geld, also werden wir, denke ich mal, ja, vielleicht nicht mehr heute, sondern in der nächsten Folge ein bisschen Geld mit Kompost machen. Aber erst muss der hier loslegen. Will mal gucken, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier im Ladewagen auch Kompost fahren können.
Weil der wäre eine ganze Ecke größer, was die Kapazität angeht. Da kriegen wir einfach mehr weg. Und das Ding ist, wir brauchen aktuell keinen Kompost zum Düngen, weil wir fertig sind. Und es kommt ja neues Stroh rein durch den das ganze andere Zeug, was wir jetzt angebaut haben. So, der kommt weg. Auf Feld 10, wir machen 3 Vorgewände, wir fahren die danach scharf 6 Meter. Das müssen wir mal neu machen. Startrichtung, längste Kante. So sieht das doch besser aus. So, zurück. Dann ist das ganze Seenfeld 7 Meter. Dankeschön. Und erster Wegpunkt. Los geht's. So. Genau, wir wollten mal gucken bei den Ladewagen, ob der Kompost, genau, geht sogar. Habe ich doch richtig im Blick gehabt, aber wir müssen erstmal hier den Miststreuer beiseite stellen. Den haben wir ja einmal voll gemacht, damit wir, falls wir irgendwo düngen müssen, was schon haben. Einfach hier jetzt rein. Ich weiß, eigentlich gehört er drüben hin auf den Hof. Aber das muss jetzt auch so gehen. Den mal hier drunter. Gut, wir müssten aber mal ein bisschen weiter hier reinfahren, damit wir da auch alles wegbekommen. Ist die Frage. Ups. Der ist schon ganz ausgefahren, so wie es aussieht. Oder? Ah, ne, geht noch ein Stück. Reicht das? Ah, gut, so. Wie viel haben wir denn hier? Ja, 35.000. Das könnten wir sogar alles auf einmal reinbekommen. Gut, dann machst du hier. Hier müssen wir das dann rüberbringen aufs Fell, wenn die Sämaschine da leer gelaufen ist. So, ja. Och, während der hier voll auf... Komm, lass uns mal ganz kurz vor zum Roggenfeld gucken, wie es da aussieht. Es sieht auf jeden Fall schon mal aus, als wenn da was gewachsen wäre. Oh ja, guck mal. Das sieht doch prächtig aus. Ja, wir wissen, das Feld ist nur halb gedüngt, aber ja, immerhin. Oh. Hier haben wir 2 verschiedene Wachstumsstufen drin. Das ist nicht so gut. Ja gut, müssen wir einfach warten, bis es irgendwann soweit ist. So, aber ich würde sagen, liebe Leute, wir machen Feierabend für heute. Morgen früh geht es dann weiter hier mit einer neuen Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin, macht es gut und tschüss.